Hallo zusammen, ich bin mal wieder unterwegs auf einer kleinen Radtour entlang der Lippe hier im Kreis Soest jetzt und dachte mir, ich teile mich mal wieder ein bisschen mit, auch aus meiner Region, wo man ja doch auch schön radeln kann, hier so entlang der Lippe an den Lippeauen und was sonst noch so kommt. Und das Ganze wollte ich ja mit euch teilen. Es ist heute der 4. Advent. Mir ging es in letzter Zeit nicht ganz so gut. Deswegen gab es jetzt nur Videos von den letzten Touren und nichts ganz Aktuelles mehr. Aber so langsam geht es wieder aufwärts und daher dachte ich, ich starte heute Morgen einfach mal, egal was für ein Wetter ist, ja, um mal wieder voranzukommen. Wenn ihr Lust habt, wie immer, bleibt dran und begleitet mich so ein bisschen auf dieser Tour. Hier sieht man jetzt schön, wie die ganzen Enten und Schwäne nach Nahrung tauchen. Sah gerade noch interessanter aus, wo alle mit dem Kopf unter Wasser waren. Aber so schnell ist man dann mit der Kamera ja oft auch nicht. Aber jetzt zeichnet sich so ein bisschen ab, was ich meine. Die Wege hier zu dieser Jahreszeit sind natürlich ein bisschen matschiger. Es gab ja so den einen oder anderen Niederschlag, aber wie ihr selbst sehen könnt, trotzdem gut fahrbar. Man muss halt ein bisschen gucken, vernünftige Schuhe an, weil doch das eine oder andere hochspritzt. Aber ansonsten kann man das hier schon noch genießen, auch wenn wir nur 5 Grad haben. Und auch hier gibt es noch Trampelpfade, die ich nicht kenne. Und einfach mal so reinfahre, ups, um mir das anzuschauen. Ja, und dann kommt man an solchen schönen Ecken hier raus. Das kann sich doch wirklich sehen lassen hier mit dem Baum da im Hintergrund. Und vielleicht ist ja Corona auch mal eine Option, dass ich vor die Kamera trete, weil man nicht direkt erkannt wird. Ja. Und sowas passiert dann. Es ist wohl nicht gewollt. Jetzt mache ich mir einmal ja, die Mühe, vor die Kamera zu treten und ihr habt gerade gesehen, was passiert. Vielleicht sollte ich es einfach lassen. Ich wollte euch gerade nur so mal mitteilen, warum dieses Jahr so mittelprächtig war. Nicht nur wegen Corona, sondern da es ja doch auch privat viele Rückschläge gab. Ich hatte einen Todesfall dieses Jahr wieder in der Familie. Dann kam noch die Scheidung und dadurch bedingt ein Umzug. Das sind alles solche Sachen, was sich so ein bisschen ja, auf den ganzen Alltag ausgewirkt hat, beziehungsweise immer noch auswirkt. Und daher gab es nur diese Videos von den einzelnen kurzen Urlauben, nenne ich es einfach mal. Aber auch da war in den Videos teilweise zu merken, wenn ich mir das so angeschaut habe, dass die Stimmung nicht so ja wirklich hundertprozentig rüberkam. Was vielleicht jetzt durch dieses Video für den einen oder anderen nachvollziehbar ist. Will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Das Jahr ist jetzt so gut wie rum. Ich hoffe, dass 2021 besser wird. Nicht nur wegen diesem ganzen Corona-Wahnsinn, sondern auch im Privaten, damit endlich mal alles zur Ruhe kommt. Und ja, so viel zum Seelenstriptease. Und ich würde sagen, jetzt
genießen wir doch alle noch ein wenig diese Radtour, wenn ihr jetzt überhaupt noch dran seid nach diesem ganzen doch persönlichen Erzählen. Hier sieht man noch schön, wie Mutter Natur sich da im Grunde einfach fallen lässt, könnte man sagen. Und natürlichen Bereich für die Brutplätze der einzelnen Vögel hier gibt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist schön der Lippestrand zu sehen. Nur so eine kleine Fläche hier, aber immerhin. Hier wurden diese ganzen Weiden schon mal zurechtgestutzt. Ich weiß nicht, die meisten werden das wissen, wenn man jetzt hier schön diesen frischen Weidenschnitt einfach wieder in den Boden rammt und das Ganze gut wässert, dann gehen die sofort wieder gut an. Muss man natürlich schauen, wo man das Ganze macht, weil die schon recht kräftig in ihrem Wachstum sind. Ansonsten einfach ein schöner Blick hier in die Ferne über die Felder. Und zwischendurch immer wieder die schönen Schwäne hier zu sehen. Da vorne kommt der nächste. Ich habe ja nicht ein ganz so inniges Verhältnis mit den guten Tierchen, da mich da mal einer mehrfach beißen wollte und einmal zwicken konnte. Aber ansonsten finde ich es schon schön. Aber man muss schon sagen, wenn man hier mit dem Kanu oder Kajak fährt, sind die recht hartnäckig, um ihr Revier vielleicht auch zu verteidigen oder auf die Jungen zu achten, kann ja auch sein. Was auch schön ist, wenn man hier so über die Dörfer fährt, dass man dann hier diese alten Fachwerkhäuser, in diesem Fall ein Gasthof, so schön zurecht gemacht hat, dass man das auch nochmal sich schön anschauen kann. Hier bin ich jetzt in der Hellinghauser Märsch. Hier sind so Wildpferde und spezielle Rinder mal angesiedelt worden. Jetzt allerdings nicht ganz viel von zu sehen, wie ihr selber feststellen könnt. Aber ich bin der Meinung, dass ich hier vor 2 Jahren oder so auch schon mal ein Video gemacht habe. Deswegen will ich da gar nicht groß drauf eingehen. Und des Weiteren fängt es leider gerade an zu regnen. Gestern, wo ich den Arsch nicht hochgekriegt habe, war strahlender Sonnenschein den ganzen Tag. Und ich habe einfach nur auf dem Sofa gelegen und vor mich hingeträumt. Tja, so ist das manchmal. Aber dann fahre ich jetzt im Regen ein bisschen weiter. Aber wie es immer so ist, ich habe weder Regenkleidung bei noch sonst was. Weil ich einfach heute Morgen dachte, jetzt musst du los. Sonst versauerst du wieder den ganzen Tag in dieser kleinen Bude da. Und also das Beste draus machen. Nachdem ich jetzt längere Zeit da an der Straße gefahren bin, geht es wieder abseits weiter. Auf den wesentlich schöneren Wegen hier entlang der Lippe. Aber ob ich hier noch ganz viel filme, bin ich mir nicht sicher, weil mir gerade bewusst geworden ist, dass in dem allerersten Video, was ich so mit dem Handy einfach mal gefilmt habe, diese Strecke mehr oder weniger genauso gezeigt wurde. Da bin ich damals auch hier reingefahren, so ziemlich auf dem Rückweg schon. Und zur Sitzplatz Bettenberg hier hoch und hatte mir hier oben einen Kaffee gekocht bei deutlichen Minusgraden. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal das erste Video hier auf meinem Kanal noch mal anschauen. Da ist dann so einiges drumherum noch zu sehen. Unter anderem dann da hinten diese 2 Steine. Wo ich mir meinen Kaffee gekocht habe. Schöne Erinnerung. Mit einem
Super Ausblick über die Lippe. Und die Lippe Auen, was so dazu gehört. Dort auf der gegenüberliegenden Seite sind jetzt die Rinder zu sehen. Ob das jetzt diese ganz besondere Rasse ist, bin ich mir gar nicht sicher auf die Entfernung. Ich zoome das Ganze mal so ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall schön anzusehen, diese braunen kleinen Flecken überall. So in der Natur zu sehen, mit den Wasserspiegelungen der Lippe hier und den Bäumen. Das muss man doch genießen. Auch wenn der Rest recht trist und grau ist. Aber es regnet nicht mehr, immerhin. Das nicht ein herrlicher Anblick. Also hier bleibe ich öfter stehen. Das ist eine Stelle, die mir besonders gut gefällt. Hier mit dieser großen Weide, der alte Kahn, der da unten liegt. Und die Schleuse dort drüben. Die Autos im Hintergrund muss man einfach ausblenden. Es ist direkt eine Hauptverkehrsstraße hier, aber ansonsten ist das Fleckchen hier doch echt ein Genuss. Oder was meint ihr? Das wäre doch auch ein schönes Fleckchen zum Wohnen und dann mit dem Hintergrund die Natur genießen. Braucht doch kein Mensch mehr einen Fernseher. Ja, da sind gerade drei Wildenten oder Wildgänse vorbeigeflogen. Ja, ich war mit der Kamera wieder nicht so schnell. Ach, da kommen noch welche. Wie gesagt, man hat sie erst nur gehört. Tolle Kulisse hier. Also da in der Ferne mit den ganzen Lichtern Richtung Sauerland, also das Licht in den Wolken, meine ich natürlich. Ich finde es traumhaft schön. Was ich auch immer sehr sehenswert finde, sind hier diese alten Hofanlagen, von denen es ja hier doch reichlich gibt. Oft auch weiter Richtung Münsterland. Dann aber eher so Richtung Reiterhöfe. Und hier ist das Ganze zwar auch in diesem Fall jetzt mit Pferden, aber oft halt ja so Agrarhöfe. Mit diesem Torbogen der Lippischen Rose oben noch, weil ja ein Großteil hier früher zum Regierungsbezirk Lippe gehörte. Das war ja alles so ein bisschen aufgeteilt. Aber ansonsten, wie ihr sehen könnt, kann man schon reichlich früh sehen, wenn Besuch kommt. Das platte Land hat manchmal auch Vorteile. Wenn es auch da, wo es ein bisschen bergiger ist, ja, aus meiner Sicht schöner ist, aber auch das hat seine Reize. Jetzt bin ich in Lippstadt-Kappel angekommen und hier geht so ein kleiner Weg vorbei an dem alten, ja, ich glaube, das Kloster ist das hier gewesen. Bin ich mir aber selber gerade nicht ganz sicher. Deswegen, sobald ein Schild da steht, werde ich euch genaueres sagen können. Ansonsten schon ganz nettes, beeindruckendes Grundstück hier, aber auch zu Wohnungen umgebaut, so wie ich das hier gerade sehen konnte. Ja, das Ganze gehört hier zum Stiftskappel. Mit einer doch recht großen Kirche nochmal. Zumal vielleicht 100 Meter von hier die nächste Kirche steht. Ist doch schon ganz beeindruckend. Und so sieht das Ganze von dieser Seite aus, das Stift Kappel.
Auf diesem Hinweisschild stand, dass um 780 hier die erste Kapelle entstand. Also ihr wisst ja, ne? Pleiten, Pech und Pannen, bleibt alles in dem Video hier drin. Das gehört dazu. Auch der Sturz der Kamera, wo ich wahrscheinlich merkwürdig aussehe, wie ich da hinterher hechte. Aber das gehört dazu. Das ist nun mal so. Ja, ich habe jetzt 30,87 Kilometer, wie ihr sehen könnt. Bin wieder in Lippstadt angekommen. An so einem kleinen, ja, schönen Wasser. Wie nennt man es? Ein Wehr? Auf jeden Fall wirkt es recht beruhigend auf mich. Und das war's dann mit diesem Video. Vielleicht sind hier zu viele Informationen drin, die euch gar nicht interessieren oder euch auch gar nicht aufgefallen sind. Aber mir war es wichtig, das einfach mal zu erwähnen. Und ich denke, dass das nächste Jahr besser wird. Also, ich wünsche euch ein schönes, gesundes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen und hören, wo ich von ausgehe. Und ja, bleibt gesund, das ist das Wesentliche. Macht's gut, euer Markus.